Liebe Löndorfer, ich möchte euch für heute zu diesem Evangelium drei Punkte, drei Gedanken mitgeben. Das Erste. Ich vermute mal, dass die große Mehrheit von Ihnen als Kind getauft wurde und dann irgendwie mit Religionsunterricht oder Erstkommunionunterricht und so langsam etwas mitbekommen haben von dem, was christlicher Glaube ist. Und da bekommt man ganz viele Wörter und Texte und Lieder und Gottesdienstformen. Man lernt in der Kirche zu sein, man lernt in der Kirche zu schlafen, was halt so zum Glauben dazugehört. Und ich habe das Gefühl, Kinder sind sehr gut in der Lage, diese Formeln und Wörter und Formen zu füllen mit dem, was ihr eigenes Herz spürt. Das ist zumindest meine Erfahrung mit Kindern. Diese Gefäße, die wir hier haben, ein solcher Raum, eine solche Liturgie, diese Wörter aus den biblischen Lesungen, aus dem Gottesdienst, das können Kinder füllen mit dem, was kindliche Erfahrung ist. Und dann wird man größer und verändert sich. Und dann geht das nicht mehr so wie als Kind. Und das ist auch okay. Wäre schlimm, wenn es anders wäre. Das ist so, ich meine, auch biologisch, der Körper baut sich um, der Kopf, der Geist baut sich um und er wird neu und erwachsen, wenn es gut geht. Und dann stellen viele fest, ich habe zwar noch diese Gefäße aus der Kindheit, diese Gebete, meine Gottesdienstform, weiß, wenn ich in eine Kirche gehe, aber irgendwie sind die Gefäße leer. Das Alte aus der Kindheit ist nämlich nicht mehr drinnen und da ist noch nichts Neues da. Und was bleibt, sind ein paar Erinnerungen und vielleicht eine Sehnsucht. Und es gibt vielleicht erst viel, viel später und auch nur dann, wenn man dranbleibt, einen Augenblick, wo jemand auf einmal aus eigener Erfahrung erkennt und sagen kann, mein Herrschaften, Gott, mein Herr und mein Gott. Und ich denke, genau das ist, was wir eben gehört haben von Thomas im Evangelium. Das kommt erst ganz am Ende, wo ihm auf einmal klar wird, hier stehe ich vor Gott. Und wo auf einmal das Gefäß, dieser Name Gott, dieses Reden über Gott für ihn gefüllt ist mit eigener Erfahrung. Das ist mein erster Punkt. Zweitens. Ihr habt wunderbar mitgesungen. Das Kyrie haben wir laut gerufen. Aber stellen Sie sich vor, ich würde oder jemand würde Sie so direkt ansprechen zu sagen, wer ist Herr, wer ist Gott, wie ist Gott, was glaubst du? Dann vermute ich mal, würden die allermeisten sehr zögerlich sein. Nehme ich da gar nicht aus. Und es ist diese Zögerlichkeit, für die Thomas steht. Thomas ist groß geworden mit dem Glauben als jüdischer Gläubiger in der Gemeinschaft, hat von seinen Eltern, Großeltern viel mitbekommen, hat gelernt, Gebete zu sprechen. Schmei Israel, höre Israel, Gott ist einer und Gott ist bei dir und Gott ist bei denen, die ihn brauchen, vor allem den Armen und Geringen. Das hat er, das kennt er und er kennt viele Formen, in denen fromme Juden das ausdrücken, mit Wallfahrt, mit Gebeten, mit all dem. Und dann kommt dieser Augenblick, wo ihm, der eine ganze Weile mit Jesus unterwegs war und da sicher etwas gesucht hat und gespürt hat, aber vielleicht auch nie hätte sagen können, was genau das ist. Er hat ja nicht gesagt, Jesus, mein Herr und mein Gott, das kommt eben erst heute, sondern er war auf der Suche, er war mit ihm unterwegs und dann zerbricht das und dann kommt die anderen und sagen, nein, er lebt, er ist auferstanden und Thomas sagt, nee. Das geht mir zu schnell. Wenn ich nicht diese Wunden berühre, die ich gesehen habe am Kreuz,
Wenn das, was ihr da erzählt vom Glauben, nichts zu tun hat mit meiner Erfahrung meines Lebens, dann geht mir das zu schnell, einfach zu sagen, wow, erlebt. Wenn ich nicht das Mal der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich meine Finger nicht in das Mal der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, glaube ich nicht. Letzten Sonntag war Ostern, am ersten Tag der Woche war Thomas nicht dabei, als die anderen zusammen waren. Jetzt, 8 Tage später, ist er dabei. Interessanterweise hatten die anderen ihm erzählt, ja, wir haben Jesus gesehen, erlebt. Aber sie haben ihm nicht erzählt, dass Jesus ihnen die Hände und Füße gezeigt hatte und seine Seite, also gezeigt hatte, dass das, was am Kreuz geschehen ist, ein Teil dieser Auferstehung ist. Und jetzt steht Thomas da und sieht das und spricht dieses Bekenntnis. Es ist das erste Mal, dass irgendeiner von diesen Herren Aposteln den Glauben bekennt im Johannesevangelium. In diesem Augenblick ausgerechnet der Thomas. Ein dritter Punkt. Ich denke, das ist kein Zufall, dass das Thomas war. Ich denke, es ist kein Zufall, dass Thomas nachfragt und es ist kein Zufall, dass deswegen Thomas derjenige ist, der das Glaubensbekenntnis sprechen kann. Das Kreuz, diese Erfahrung des Kreuzes, diese Brutalität der Nägel, das ist etwas, was, bin ich mir fast sicher, für Thomas eine Bedeutung hat aus seinem Leben. Kann sein, dass einer seiner Freunde gekreuzigt worden war bereits. Das haben die Römer nämlich damals häufiger gemacht. Es kann sein, dass diese Erfahrung, ausgegrenzt zu werden, unter die Verbrecher gerechnet, dass das etwas ist, was vielleicht Thomas schon mal selber erfahren hat. Weil wenn man einsteht für eine Sache, riskiert man immer, dass man unter die Verbrecher gerechnet wird. Das passiert in der Familie, das passiert in der Kirche. Dort, wo Leute wirklich einstehen für eine Sache, wo die anderen nicht so einverstanden sind, weil es vielleicht wehtut oder weil es vielleicht eine Umkehr bedeutet, dort ist man ganz schnell alleine. Und diese Einsamkeit, von den anderen ausgegrenzt zu werden, ist vielleicht ein wesentlicher Teil der Biografie von Thomas. Er weiß deswegen, was das bedeutet, dass alle auf Jesus spucken am Ende. Vielleicht dies. Wir wissen es nicht. Aber im Rückblick, vielleicht im Blick auf andere, vielleicht mit eigener Erfahrung, im Rückblick merkt Thomas, was ist die Kraft in einem solchen Augenblick, wo es drauf ankommt, einzustehen. Und er merkt, die Kraft ist das Vertrauen, das ich habe, dass Gottes Liebe größer ist als alles, was Menschen einander antun können. Dass Gottes Wahrheit größer ist. Dass die Bedrängnis Geduld und die Geduld Bewährung und die Bewährung Hoffnung bewirkt. Dass Thomas in seinem eigenen Leben, in dem, was seine Erfahrung war, gemerkt hat, dass Gott in diesem Augenblick, wo ich ihn wirklich brauche, da ist. Und jetzt begegnet er Jesus und jetzt sieht er die Male und jetzt wird das Gefäß, Jesus ist auferstanden, was davor eine Formel war, die er abgelehnt hat. Wird dieses Gefäß auf einmal gefüllt, schlagartig mit seiner eigenen Erfahrung. Ich verstehe, was Auferstehung bedeutet. Und ich verstehe, dass es Gott ist, der mir da begegnet. Und er spricht dieses Bekenntnis. Unsere Gefäße sind vielleicht leer, vielleicht nicht ganz. Und es ist wichtig, dass wir sie pflegen, dass wir schauen, was sprechen wir eigentlich, wenn wir versuchen, ein Gebet zu sprechen, und sei es nur das Vaterunser, wenn wir den Namen Gott hören, wenn wir in die Kirche gehen und sei es, wenn sie leer ist und wir ganz alleine hier sind und wir dieses Gefäß nehmen und schauen, ob nicht vielleicht meine Erfahrung da hineinpasst und es uns eine Möglichkeit gibt, gemeinsam etwas zu bekennen von dem, was deine und deine und deine, was eines jeden Menschen Erfahrung ist. Lasst euch nicht von anderen erzählen, dass euer Leben nichts zu tun hat mit diesem Glauben. Ich bin mir ganz fest in Überzeugung,
Die Gefäße des Glaubens sind ein Geschenk von Gott, dass wir unsere Erfahrung da hinein sammeln und finden können und darin spüren können, dass es Gott ist, der sich in unserem ganz persönlichen Leben und auch in dem Leben einer Gemeinde wie dieser offenbart und zeigt. Amen. So lade ich Sie ein, dass wir aufstehen und einander stärken und miteinander, so wie wir es können oder nicht können, das Glaubensbekenntnis sprechen.